Ja, wir sind jetzt in der gemeinsamen Partnerschaft ISS, T-Systems, T-Systems, ISS, seit ungefähr 2 Jahren unterwegs und nehmen uns gerade das Thema Digitalisierung des Facility Managements vor. Und Ziel unserer Partnerschaft ist schlicht und einfach die operative Exzellenz, die eine ISS mitbringt, einfach mit aufzusaugen in die digitale Welt, und da ist T-Systems einfach eine Referenz für uns. Warum ist es so wichtig, diese Partnerschaft in der digitalen Welt und für die Digitalisierung? Ja, schlicht und einfach, weil die Unternehmen heute das alleine nicht selbstständig bewältigen können. Das heißt, wir sind angewiesen auf ein funktionierendes, vertrauensvolles Partnernetzwerk. Und das haben wir unserer Meinung nach gefunden mit der T-Systems. Was hat dich so überzeugt an dem Produkt? Dass es vielseitig einsetzbar ist. Wir haben, der erste Use Case bei uns im Haus war der Meetingraum. Das heißt, wir haben ein Konzept entwickelt, Smart Meeting Room Manager, weil wir das Problem hatten, wir haben einen Konferenzservice und da werden die Getränke und auch die Snacks zwischendurch aufgefüllt. Wir wussten aber nie, wann gehen die Kollegen in die Mittagspause, und wir haben die Möglichkeit, den Raum aufzufrischen. Durch den IoT-Service-Button, den wir einfach in den Räumen installieren können, können die Meetingraumteilnehmer diesen einmal auslösen, wenn sie in die Mittagspause gehen. Die Servicekräfte bekommen hintenrum über das System eine Information darüber, gehen zum Meetingraum, sehen dann, dass er leer ist, und werden den auffrischen. Welchen anderen Bereichen vom Facility Management siehst du Use Cases für Telekom-Produkte? Ja. Im Wesentlichen reden wir ja über Smart Buildings. Das heißt, unser Bestreben ist natürlich, in jedem Bereich unserer Dienstleistung auch den digitalen Aspekt mit einzubringen, um Optimierung zu schaffen, einmal für unsere eigene Arbeitsgemeinschaft Zeit und Effizienz zu steigern, aber auch das Wohlbefinden unserer Kunden sicherzustellen, eben durch Informationen, die nur über den digitalen Weg zu uns kommen. Das heißt, eine Flächenauslastung erkennbar zu machen, hat einen Mehrwert für uns als Dienstleister. Ich schicke die richtigen Leute in der richtigen Anzahl zum richtigen Platz. Wie auch der Kunde selbst erfährt, welche Bereiche sind ausgelastet, wo kann ich selber meine Fläche optimieren. Und ein Wort zu der nahen Zukunft vom IoT-Bereich und der Partnerschaft mit der Telekom. Ja, wir sind in den Startlöchern für neue Use Cases. Also es geht im nächsten Schritt auch in die Richtung Technik. Ganz klar Anomalieerkennung oder das Verstehen von einer Heizungslüftungsanlage in einem Gebäude. Heute ist es sehr gut vernetzt in der GLT. Also Gebäudeleittechnik ist ja seit Jahren schon eine Referenz. Nur die Dienstleister und die Menschen, die in diesem Haus wohnen, haben wenig Kontakt zu diesen Einheiten, zu diesen Daten, die es dort gibt. Und unser Job ist es, das transparent zu machen und zum Nutzen für Eigentümer, Mitarbeiter, sowie die Angestellten, um was Besseres daraus zu machen. Stichwort Komfortmonitoring. Zu schauen, dass Luftqualität im richtigen Rahmen ist. Die Arbeitsbedingungen dadurch auch zu verbessern. In der Konsequenz erlebe ich einen Arbeitsplatz, der für mich passt, der für mich angenehm ist. Und das sind solche Services, die unterschwellig einfach zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen.